Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Weisheit des Tages. Scheinbar können Last Epoch auch Skelette bluten. Sieht vor allem aus, als hätten sie die Tage. Ja. Vor allem aus dem Hals. Ja, es ist sehr realistisch. Okay. Es ist, denke ich mal, gewollt von den Regeln. So, die Made ist wieder da. Made hier und Grafikfehler hier. Yay! Ich habe irgendwie bessere Performance, aber mehr Grafikfehler in letzter Zeit. Habe ich auch mehr Grafikfehler. Und ja, der Schaden ist sehr hoch von den Skeletten. Ich weiß noch, jetzt muss ich gerade meinen richtigen Bild sagen. Vor allem der Blitz Sorcerer, also ja, Sorcerer, der hatte extremst langsame K-Speed bei diesem Gegner. Aber ja, die Skelette, ja, wrumm, weg. Der hat nämlich sehr, sehr viel Leben, glaube ich. So sicher bin ich nicht, aber ja, der Böde ist ein bisschen opier als ein Lightning Blast. Sorcerer. Ja, Lightning Blast ist jetzt mittlerweile auch ja OP geworden, aber damals hatte ich lange an diesem zu knabbern. Ja, genau, Mana Strike war auch noch das Problem bei diesem, ja. Also vor allem, ja, die Sorcerer haben da Probleme. Keine Ahnung wieso. Ich kann einfach sagen, dass sie einfach genug schnell killen, aber auf Boss einfach nicht so viel Schaden machen, je nach Skill. Also, wir wollen jetzt direkt aber noch andere Sachen machen. Wir machen dieses Gebiet dann wirklich schnell, relativ schnell. Aber wir müssen auch noch ein bisschen hochleveln, weil das Gebiet finde ich auch ein bisschen hart. Es liegt vor allem am Gift, das ist immer noch viel zu OP bei den Gegnern. Und auch bei den ja, Minion-Builds. Also immer andere haben da viel mehr Schaden im Gift. Und der eigene Charakter ja, hat nicht so gute Giftfähigkeiten bis jetzt. Pestilence Strike oder wie das heißt. Nein, Pestilence Strike ist das. Haufenfexe. Ja, dieser einen Giftschlag da. Und da heißt es auch Pestilence Strike. Aber auf jeden Fall, ja, dieser Giftangriff vom Primalist ist schon ziemlich, ja, schlecht. Also, auf Einzelgegner sicher gut, aber AOE, mega schlecht. Ja. Grafik gerade keinen Bock. So. So. Ah, jetzt ist wieder da unten gewesen, auf der Map da oben. Genau, das ist ja eben dieses nervige Level wieder mit den Cold Nova Gegnern nach Tod. Zombies nach Tod Cold Nova. Das sollte aber jetzt richtig effizient sein. Weil Feuer gegen Eis mehr Schaden macht, aber in Action Run bin ich so. Ich hoffe, die sind Cold empfindlich. Drückt mal. Nein, nicht Cold. Ja, Feuer. Genau. Die Magier müssen doch drauf schieben. Ja. Ah, nicht zu nahe. So. Ja, die Wegfindung ist manchmal. Ah, nein, das ist nicht so. Einfach außen herumgehen. Dann kommt der Charakter auch weiter. Ja, toll, Gruppe. Zombies kommen einfach raus. Ja. Cast Speed. Was sollen wir hier skillen? Creature Change. Doch lieber Cast Speed. Also Deck Speed bei den Skeletten. Oder einfach blanker Damage bei den Skeletten. Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich habe jetzt, glaube ich, alle Skelette. Es gehen nicht mehr Skelette. Also ich finde keinen Punkt mehr, der mehr Skelette. Wir könnten ja auch Remove Arches machen, dann haben wir gar keine Skelette mehr.
Ich mach mal Damage hoch. Weil die Magier müssen ja kriegen, nicht die die Fernkampfsäule. Aua. Ich nehme einen Frieden. Es geht, wenn ihr Kults macht, aber nicht einfach. Hey, was ist los hier in dieser Gegend? Das Gegend ist einfach mega übertrieben voll von Zombies, die aus der Erde kommen. Auch viel zu voll. Ja, jetzt gibt's auf Schiff, dann sind da wieder weniger. Aber auf diesem süßen Gebiet, kleinen Strandgebiet, mega viele Zombies, die kommen. Und auch noch ein Boss. Das ist ein rarer Gegner. Pebbles Cola, das ist wieder genau das Item. Toll, Mann, ich will nicht immer wiederholen, ich will neue Items finden. Das ist besser, hä? Es ist um ein Mana-Punkt besser. Herzlichen Glückwunsch, Drago. Wir haben den Checkpot geknackt. So doof, ey. Aber wieso droppen immer die gleichen Units? Ich hätte gerne ein bisschen Abwechslung. Lass mich durch. Ich bin eingefroren. Und erkältet. Ja. So sieht eine Erkältung bei Menschen aus, wenn er Erkältung hat. Ja. Last Epoch ist sehr realistisch beim... Ja. Ob, ja. Ist ein Gegner unterhalb vom vom Schiff? Also was? Gut, durchkomme ich leider hier auch nicht. Ist alles nur in der Beta. Die größte Ausrede von einem Entwickler. Ja, wir sind noch in der Beta, da muss noch nichts alles fertig sein. Ja, das Spiel kann noch tausende Boxen enthalten. Wir sind in der Beta. Ja. Dann hat man es einfach immer trotzdem gerne. Es ist ja noch in der Beta. Das Spiel ist immer noch gut. Schon gut. Das ist einfach lustig, oder? Weil eigentlich will ich ja ein fertiges Spiel spielen. Und nicht eines, das ewig in Entwicklung ist und so Ewigkeiten in Beta. Eine Beta sollte ungefähr 3 Monate sein und nicht 1 Jahr. Ja, jetzt ist bald 1 Jahr. Am 1. Mai ist 1 Jahr Beta. Herzlichen Glückwunsch, Entwickler. Sie tun so schnell entwickeln. Also eigentlich ja schon, aber nur das Game ist so gigantisch. Das geht so ewig kein. Dass da endlich mal etwas... ja, fertig ist. So ein kleines Entwicklerstudio hat einen echten Brocken. Also es ist schon für ein Spiel jetzt natürlich nicht immer motivierend, so lange auf ein Spiel warten zu müssen, wenn es schon spielen kann in der Beta. Also sogar in der Alpha. Also man konnte es eigentlich schon seit Mitte 2019 spielen. Ist das jetzt richtig? Ja, 2018 sogar. 2018, 2019 war ja die Beta. Nein. Also seit 2018, Mitte 2018 konnte man es schon spielen. Damals war es wirklich noch schlecht scheinbar. Also da war vielleicht ein Akt fertig. Sehr wenige Skills und so. Und jetzt ist ja schon viel mehr zu machen, aber das Spiel ist immer noch nicht richtig fertig. Also es fehlt halt immer noch mega viel. Das ist leider, wenn die Entwickler sich mal Grundgedanken falsch falsch voraussagen, wie lange das Spiel braucht, oder? Oder sie wollen einfach, dass das Game so für 3 Jahre Entwicklung ist. Kann ja auch sein. Nur für ein Spiel ist es ja meistens eher demotivierend, wenn ein Spiel so Ewigkeiten in Entwicklung ist. Man immer wieder sich freut, ja, jetzt wird ein Bug gefixt und so, aber es sind einfach noch zu viele Bugs. Ja. Aber ich hoffe ja das Beste für Last Epoch. Weil wachsen tun sie immer noch recht gut. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei den YouTube-Videos, die kommen bei mir auch besser an. Weil das Spiel jetzt auch mehr Einfluss bekommen hat. Irgendwie die Disco-League-Lichter sehen auch so schön aus. Also ich finde irgendwas an den Grafikfehler sehr künstlerisch, sehr
Cool. Hat es nicht eingesammelt. Ich wollte sehen, wie das eingesammelt wurde, aber es wurde eingesammelt, okay. So, Trebelbeck. Aber so langsam wird es auch bei mir halt einfach so, dass ich die Entwickler eher so ein bisschen dafür nicht mag. Ich unterstütze jeden Entwickler, egal wie schlecht das Spiel ist oder wie unfertig das Spiel noch ist. Und da einem Entwickler irgendwas vorzuwerfen, ist ja natürlich auch nicht gut. Aber das Game im Allgemeinen bin ich ja eher ein wenig am... Ja, das Game bin ich irgendwie so ein bisschen am... Ich fühle mich einfach genervt vom Game, dass es noch so unfertig ist, das ist. Und da kann ich ja dem Entwickler da nichts Böses vorwerfen. Der Entwickler ist halt einfach der Leidtragende ein bisschen, oder? Und da habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt noch weiter halt mich stören lasse, dass ich da einfach also auch noch auf den Entwickler losgehen müsste oder so. Aber es ist einfach so. Ich bin seit 30 Jahre Gamer. Ich erwarte mehr von einem Spiel. Ich spiele schon irgendwie das 20. Hack and Slay. Und da kann einfach ein Entwickler, der jetzt zu wenig Geld hat, eine Engine hat jetzt Unity, die wo sehr buganfällig ist, wo einfach Bugs vorprogrammiert sind, wegen der schlechteren Entwicklung. Und dann, so neuen Entwicklern eigentlich gar nichts vorwerfen. Was ich mache, ist einfach, das Game ist noch nicht fertig. Ich tue das Game halt auch ein bisschen kritisieren. Ich bin nun mal ein Tester. Ich bin Beta-Tester, ich bin Spiele-Tester. Also ich möchte gerne Feedback euch geben, wie ich das Spiel mag. Es ist ja eigentlich mehrheitlich positiv. Ja, als Spiele-Tester hast du dann auch immer das Gefühl, dass du eigentlich auch einfach auch die Kritikpunkte ein bisschen mehr erzählen musst, oder? Jetzt in letzter Zeit sind einfach Grafikfehler, Balancing-Probleme und ja, Item-Drops und Sachen halt nicht so gut gewesen. Jetzt schauen wir mal, wie es so nach vielen Maps so aussieht. Jetzt sind gerade hier diese neuen, also diese alten Basilisken, oder wie nennt man denn diese Schlangen, diese Mythenschlangen, genau. Ich weiß es nicht genau. Also man kann es leider nicht sehen, weil sie so weit weg sind und so schnell sind. Die sind nämlich sehr stark, also ja, halt robust vor allem. Größere, stärker klassierte Gegner. Ja, in den Maps geht es immer eigentlich ein bisschen optisch ansprechender zu. So viel Eisen, jetzt so viel Feuer. Ja. Jetzt geht es auf den Schaden von den Raids. Crit Multiplier. Sehr schön. Sie sollen aber noch mehr Kriten, also sie machen irgendwie noch zu wenig Crits. Da muss eventuell der Entwickler noch ein bisschen den Crit Not Buff, Crit Chains Not buffen. Ah. Ja, das wäre ein Ding mit für den Hungrig Souls Bild. Ja, den nehme ich mit. Den mag ich. Definitiv. Empfehlenswert, ja. Zeig mir jetzt nochmal eine dieser Schlangen. Wie heißen die genau? Eiswübeln? Eis? Ich weiß es nicht. Schon lange nicht mehr gesehen. Oh, da kommt wieder so ein kleines Grüfen. Ein Adler? Grüfen sind doch die Adler, also Grüfen. Grüfes. Sind ja Vögel. Aber sie sehen eher aus wie Löwen. Mürkput. Die Mürkput. Puten. Okay, nur einen Gegner am Anfang.
Schlangengegner. Ja, gut. Gehen wir einfach ans Ende des Lebens. Wir haben leider jetzt nicht so viel Zeit noch im Video. Ich glaube ungefähr in 10 Minuten. Das Ende. Ist das Video dann zu lange? Ach. Das hatte ich ungefähr in 10 Minuten dann. Ja, der Bildschirm kommt bald. Ein neues Headset kommt bald und eventuell ein neues Mikrofon. Also endlich wieder ein Mikrofon noch dazu. Eventuell könnte, bis ich das Mikrofon habe, wegen einem neuen Headset die Qualität ein bisschen sinken. Aber dann habe ich ja das Mikrofon und dann ist die Qualität wieder besser. Okay, das wäre etwas. Ich könnte ihn tragen. Nein, ich könnte ihn nicht tragen. Okay, muss ich noch warten. Wir sind Geduld haben. Letztendlich mal auch ein bisschen mulen. So nervig, wenn man immer zu wenig Platz hat. So, ein bisschen schneller vorwärts machen. Ich will ja natürlich noch ein bisschen Boni zeigen, aber das müssen wir im nächsten Video. Machen wir nächstes ein Map-Video und dann übernächstes machen wir dann ein Kampagnen weiterspielen. Oh ja, 100% Critical Strength. Das wird die Brights vor allem sehr effizient. Können die überhaupt? Also ich habe nicht. Nur plus 100%. Das ist nicht 100% Crit natürlich. Nur plus 100%. Die Brights können immer noch nicht gut genug bieten. Ja, da haben die Entwickler da irgendwie etwas falsch verstanden. Design. Ich so viele Crit Change Notes hatte und Crit Items trotzdem. Zu wenig. Ja, der Schaden der Crits von den Magern ist auch noch nicht so hoch. Spreading Frost. Okay. Oh, ich kann teleportieren. Nicht falsche Taste verwenden. Starker Gegner gewesen, ne? 3. Ah. 1, 2, 3. 5 Skelette verloren. Okay. Ja, die normalen Skelette muss ich bald austauschen. Was ist ein Holofinger? Ah, das ist von diesem Set? Plus ein Maximum Skeletten. Wow! Das ist das Skelett, was. Das Ding, was ich brauche. Ja, machen wir uns ein bisschen langsam. Komm. Ja. So viel langsamer sind wir auch nicht. Hier oben gibt es, glaube ich, noch eine Kiste. Ja, ich denke, der Minion B wird ein stärker. Jetzt haben wir den Set. Nein, es ist nicht von diesem Set. Es ist ein An. Ah, es ist ein Unique, es ist gar kein Set. Mehr. Aber so einen, der bräuchte, den hätte ich schon früher gebraucht. Ja, jetzt haben wir einfach 9 Skelette sogar. Aber dann nehme ich natürlich wieder raus, wenn ich die Skelette nicht mehr benutzen kann. Weil sie eben würde sterben. Okay. So, die Belohnung. Was gibt's heute für eine Belohnung? Hallo, meiste Kiste. Ich will sie nicht von hinten aufmachen. Heilfreckenregion. Great Maze. Schade, schlechte Belohnung. Ist's nicht wert. Da haben wir auch nichts. Also weiter. Ja, ich schau mal kurz die Länge des Videos. 19. Okay. Haben wir noch locker Zeit. Machen wir nochmal Crit. Ja, wir machen nochmal auf Crit. Die Gegner können mich was. Wenn sie mich one-hitten, dann one können sie mich one-hitten. Aber ich habe keine Angst vor Crit-Chance von den Gegnern. 25% Crit ist auch nicht schwer. Also, die Crit nicht viel öfters, hoffentlich. Ah, Schneegebiet.
Ja. Hat irgendwie auch Performance-Probleme. Ja, scheinbar ist bei manchen Spielen 99% von der Grafikkarte verbraucht für Last Epoch. Zum Glück bei mir nicht, aber manche Gebiete machen bei mir auch ein bisschen Probleme. Ist aber auch schön designt. Ja, sie hätten einfach ein bisschen auf Effekte verzichten können. Ah, hier, Frostwürm, wusste ich doch. Irgendwie so etwas. Nicht Frostwürm, nicht Frostding, aber Frostwürm. Aber irgendwas war es, ja. Und die sind sehr selten in den Maps, also die sind immer nur an einem Ort oder so in der Map. Aber es sind schöne Gebiete, schöne Monster. Einfach andere, interessantere Monster. Ja. Das ist auch etwas, was die Skelette eigentlich wissen müssen, dass sie gegen einen, ja, eine Wurzel schießen mit Treppe drin. Liebe Entwickler, die KI verbessern, bitte. Man weiß immer nicht, was man skinnen soll. Also mittlerweile weiß ich schon, was ich skinnen soll, aber ich muss sie auch immer wieder finden. Und wo. Tja. Neuling ist halt immer alles schwer. Man muss halt auch nebenbei halt viel grinden für manche Builds und so. Man tut jetzt eher am Anfang einfach die Nodes nehmen, die man unbedingt braucht. Und nachher in einem hohen Level dann wieder rausnehmen. Das kostet ja wirklich nicht viel. Und deshalb tue ich jetzt einfach auch mal nach Gefühl skin. Und nicht nach was jetzt unbedingt Endgame brauchen könnte. Also immer die aktuelle Version nehmen, was ihr momentan haben solltet, und nicht was ihr im Endgame haben solltet, weil dann würde es gehen. Genau. Und hier ist einfach so noch ein großes. Immer Feuer Damage ist, gell? Ja, ja. Wieso hat das jetzt geleckt, weil ich dort in das Gebüsch reingejumpt bin und in die Wurzeln? Mysterious. Jo, ich bin müde. Ich habe wieder sehr viel trainiert. Jetzt nach zwei Aufnahmen hintereinander merke ich gerade, ja. Ich will noch ein bisschen kurz Pausen dazwischen, zwischen dem Reden machen. Das ist ja, die Gegner sind recht anfordlich hier, weil sie sehr viel Feuerresistenz haben. Immer wieder auftauchen. Jetzt hat es 40 Tage bei uns nicht mehr geregnet im Basland. Und heute Nacht hat es kurz geregnet und jetzt seit der Nacht, seit ungefähr um 5 Uhr, nicht mehr. Wow! Ja, die Blumen brauchen nicht noch mehr Regen, liebes Wetter. Aber ein kurz. Vielleicht ein bisschen feucht gemacht. Ja, jetzt müssen wir halt wieder eine Woche oder so warten bis zum nächsten Regen. Ja, der Wetterbericht hat gesagt, es gibt wieder keinen Regen mehr. Aber in der Restschweiz, ja, sehr viel Regen, ja. Ist natürlich nicht so toll. Wir haben einer der dichtesten Wälder hier. Und trotzdem denkt man sich so, ja, wahrscheinlich wird es wegen dem Klima bald hier auch trocken sein. Ist echt schade, weil das Gebiet ist so schön. Es ist das Tafeljura.
Es gehört zum Jura-Gebirge. Wieder auch die Zeit da. Ja, genau, one-hitte mich auch noch, ey. Lightning. Ich muss Lightning-Resistenz haben, okay. One-hit mich doch einfach mit diesem mega schnellen Schlag. Wieso sind die schnellsten Zauber immer die heftigsten? Von diesem Drachen, dieses Teil, das sofort explodiert. Diesen riesen Umfang. Und hier bei diesem Mega-Sprung und sofort One-Hit-Sword. Ey, ich habe 418 Leben und viel ja, recht gut defensiv jetzt. Also noch nicht ganz so defensiv, aber ist schon, eigentlich sollte ich wenigstens einen Schlag noch aushalten können als Glasscan. Aber ja, noch nicht balanciert. Ja, die Entwickler machen sich da nicht so viele Gedanken. Schade. Also bis zum nächsten Part. 26, der andere war ein bisschen länger. Und ja, ich denke, so ein paar Tagen gibt es dann wieder einen Livestream. Ich habe erhofft, dass es ein paar Leute gibt, die ein bisschen mir helfen können beim Skillen, aber ja, sind meistens auch eher Leute, die das Spiel noch nicht haben oder das Spiel erst kürzlich haben oder nicht so kennen. Ist ja auch klar. Bekomme ich dann auch nicht so viel Hilfe über. Aber was soll ich denn für defensive Items tragen, wenn ich keine defensive Items gedroppt bekomme? Das ist das größte Problem. Naja. Also dann, nächster Part kommt morgen. Also ich hoffe, dass ich einfach dranbleiben kann mit zwei Parts pro Tag. Wenn es euch zu viel ist, dürft ihr das natürlich auch sagen. Aber ich bin gerne bei den Let's Playern, mit neuen Spielen vor allem, oder Spielen, die ich sehr interessiert bin, glücklich, wenn ich zwei Videos pro Tag schauen kann. Deshalb mache ich das auch so gerne. Jo, also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.